Dann haben wir noch Mr. Dodo, der Erste. Hier ruht in Liebe voller Erinnerung Mr. Dodo, der Erste. Erste. Ja, das kann man nicht so gut lesen im Schein der Fackel. Aber hey. Ich dachte, den kann man irgendwie halt mit der Option. Ich kann den abreißen. Ich wünschte, den können wir platzieren. Wir haben hier unseren Raptor genannt. Wie hieß der Raptor? Scheiße, wie hieß mein Raptor? Moment, Moment, wir machen das jetzt mal ganz professionell hier. Ich bin ja für alles vorbereitet. Oh Mann, das ist so lang her. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das schon her ist. Moment, warte. Einige Folgen her. Wie hieß der? Ja, also wer sich wundert, ich skippe hier gerade. Ich skippe hier gerade durch meine alten Folgen durch. Hier eine mit. Gestatten. Hier. Gestatten. Blackie. Blackie. Der Beste und Klügste. Der Betze. Der Beste und was, jetzt schreibt der Ü? Was, Ü schreibt der Ö nicht ähnlich? Okay, nächste. Raptor, den es jemals gab. Der beste Glücksautor, den es jemals gab. Gedenktafeln. Hat mir eigentlich von, haben wir noch die Loffies? Ich weiß gar nicht. Du kriegst auf jeden Fall Bewegungsgeschwindigkeit. Ich vergesse mich aber einen Sack mit deiner Langsamkeit. Was sieht das bei euch aus? Wow. Ey, das sieht so geil aus. Wahnsinn. Du kannst auch leveln. Du bekommst. Ja, ich kann es ein bisschen tragen. Ich kann eigentlich auch mal. Das sieht schick aus. Ah, nice, neuer Kürbis. Gut. Kürbisse sind immer gerne gesehen. Apropos sehen, ich sehe gar nichts. So. Den ziehen wir jetzt erstmal rein. Kannst du leveln? Oh mein Gott. Das Holz ist ausgegangen. Warum ist das Holz ausgegangen? 49 Metallwaren haben wir schon. Schön, 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 schön. Warum ist das Holz ausgegangen? Ich verstehe es nicht. Aber hey, was soll's. Wir haben ja noch ein bisschen. So. Wunderbar. So.
Das Fleisch sollte hier auch fertig sein. Ja. So. Unten haben wir auch. Perfekt. Das sieht doch klasse aus, wenn du so aus der Entfernung kommst. Dann ist es echt dunkel. Und dann siehst du das Grinsen hier. Hat was. So. Ah, das ist ja echt klasse. Machen wir jetzt ein Metall. Oh, wir können mal schauen, was genau wir jetzt mit dem Metall anfangen. Nein, kein Cheat. Meine Fresse. Hier. Wir haben ja schon ein paar Sachen. Zündpulver, Transfusionsset, Narkosemittel. Bla bla bla. Holzbarrikade. Ja, aber dafür brauchen wir kein Metall, ne? Nö. Großer Grabstein, ne? Wow. Ha! Ich kann entweder 70 Steine und 8 Zement verwenden. Ja, ja, Moment, Moment. Ich bin mal recht. Na, das machen wir mal anders. Grabstein so, das Halloween-Event wird jetzt noch ein bisschen gehen, hoffe ich mal. So, Moment, dann schauen wir mal weiter. Holzkäfig, wofür auch immer ich den brauche. Gefangenen, ja. Ich habe keine Gefangenen. Sektenschutzmittel. Schwaches Heilmittel. Räucherkammer. Zündpulver von bei geringeren Temperaturen Flüssigkeiten zu entziehen. Bakterien also bei leichter verderblichen Waren die Zeit, bis sie verdirbt. Okay. Holztafel, Holzwandschild, Holzstuhl, Werkbank, Metallachs. Die Metallachs könnten wir uns machen. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Ja, eine Metallwache. Also wir könnten jetzt auf Metallspitzhacken umsteigen. Das wäre eigentlich eine Idee. Beziehungsweise wir reparieren die einfach nicht mehr. Genau, das machen wir jetzt einfach mal, dass wir hier einen Platz kriegen. Wir haben eins. Wie viele Spitzhacken haben wir denn noch? Einer. Wow. Okay. Ich dachte, wir hätten mehr. Speere habe ich 7. Die tue ich dann nochmal halbieren. So. Pfeile könnte ich mir auch nochmal ein paar ausrüsten. So nebenbei. Ja. Sicherheitshalber mal weniger. Genau. Einfach alle Spitzhacken, die wir jetzt haben. Boah, mehr haben wir nicht. Ausrüsten. Weil dann haben wir hier. Ich meine, weil dann haben wir hier nicht einen Ersatz, wenn die kaputt ist, wenn wir die ausrüsten. Holen uns dann die Metallspitzhacke. Ich kann dann ja, wenn ich weiß, wie ich jetzt richtig. Also ich meine, klar, die Steinspitzhacke, die Primitive, die kannst du halt easy reparieren. So, ne? Aber. Ja, das ist dann für Notfälle mal. Weil dann können wir echt auf die Metall umsteigen. So, Angel. Ja, nee, das sehe ich jetzt nicht ein, irgendwas zu angeln. Die Wandfackel wäre eine Idee. Allerdings wird die halt dann auch gefüllt. Ja, klar, muss an der Wand her angebracht werden. Bei einer Wandfackel macht das schon Sinn, finde ich. So, ein bisschen halt. Die Pike sind halt, die ist halt stark, ne? Kann nicht geworfen werden, aber das, ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wasserglas. Schwerer, kann aber mehr Wasser. Ja gut, aber ich habe ein Kristall. Das ist gleich schon wieder. Ui. Was freue ich ihn da? Erkämpfen müssen heißen Flammen geschmiedet werden. Ist das ein Schmiedeofen? Achso, wahrscheinlich. Also, keine schöne Werkbank, ja logisch. Katapultgeschütz. 300 Metallwachen, ach du Scheiße. Strukturen zu zerstören, ja, brauche ich aber nicht. Wir könnten die Harz. Flinte. Einfach Gewehrmunition. Ja, hier gibt es sehr viel Zeug.
Chitin. Brauche ich dafür eigentlich irgendwas, ne? Nee, komm, das tun wir jetzt einfach mal. So. Du, was, Sabertooth-Sattel? Oh, der hing da noch mit dran. Ja, gut. Ist halt so, ne? Die Pelzkleidung wäre eine Idee zum An. Allerdings habe ich kein Pelzhaar oder Wolle. Ich muss mal schauen, wo ich das herkriege. Also von. Also ich kriege das theoretisch von Pelztieren. Aber ja, die Dinge. Ja, okay, kann unter Wasser benutzt werden. Das war. Ja, schießt er langsam, ne? Das ist sehr bekannt. Ich sollte halt irgendwas nehmen, was. Ja. Alter, Metallschild. Sofern man es vor sich hält, ja. Ja gut, das macht Sinn, ne? Wenn du es nicht verwendest, dann bringt es halt auch nichts. Umschleuder. Flinte und Balliste. Oh Gott, Polymer. So, Kunststoff arbeiten. Ui. Da wir uns einen Grammpunkt fast eh nie verwenden. Einwegleuchtfeuerpistole. Wir wollen ja wissen, wofür wir das Metall jetzt verwenden wollen. Metallachs. Wir machen zuerst mal eine Metallachs. Das ist schon mal eine Idee. Dann das Schneiden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich Obsidian herkriege. Mal gucken. Trophäen, Wandhaltung. 200 Holz. Okay. Ja gut, das ist ein nice to have, aber das brauchst du ja nicht wirklich. Diverse Sattel wären halt was, aber ja, solange wir nichts haben, wir müssen ja nicht zwangsweise was machen, ne? Ich frage mal halt noch. Wir haben noch, wir kriegen noch 51 Metall drauf, dann haben wir ja 72 Metall. Das ist nice. Sehr nice. So, ja, wir haben zwar jetzt immer noch nicht entschieden, was genau wir machen, aber was kann ich denn damit machen? Ach, das ist. Das ist einfach nur ein Trophäe, okay. Raptor-Sattel, ja, den haben wir gemacht, aber der Raptor tot. Ja, das lief nicht so gut. Öl. Kann mit Leder verarbeitet werden, Treibstoff herzustellen. Mit Leder? Wir probieren das mal. Mit Leder verarbeitet. Kann ich denn was mit Leder verarbeiten? Aber ich habe dafür kein Rezept, ne? Zement. Keratinstein für ein Zement. Ja, ja, natürlich. Ich packe lieber Leder mal wieder zurück. Ich muss ja endlich sehr kommen, nicht Metallbach. Das ist gut. Einfach nur zwei mehr. So. Wir könnten auch mal jetzt mal ein bisschen auf Tour gehen. Eventuell. Wie viel Fleisch haben wir da? Ja, ich bin gerade noch ein bisschen planlos. Merkt man vielleicht überhaupt nicht. Ja, okay, also Fleisch haben wir definitiv noch. Also der Kühlschrank ist echt sein Geld wert. Dafür, dass es ein Tier ist, das nichts frisst. Wobei die hier alle nichts fressen. Ich glaube, das habe ich sogar so eingestellt. Und dass ich es weiß, das ist voreingestellt. Haben wir da vorne vielleicht sogar Stein mit Metall drin? Das wäre jetzt natürlich super. Weil ich meine, es ist am Wasser gelegen, ne? Sieht aber nicht so aus. So. Oh, nice. Nehme ich mit. Grabstein nehme ich mit. Kann ich dann für. Ja. Falls wir nochmal ein Tierchen verlieren sollten, könnte ich das dann da. Ich weiß nicht, hatte ich vorhin nicht mal die Lophisaurier? Da hatten wir gleich einen Raptor. Also als erstes haben wir einen Parasaurus. Das weiß ich. Ich glaube, die Lophi hatten wir gar nicht erst, ne?
Aber von denen eigentlich gar kein. Ich bin von denen immer noch kein Fan. Ja. Tief gefallen. Jo. Also wie gesagt, ein Raptor wäre geil. Ich würde sagen, wir gehen das an. Also wir brauchen rohes Fleisch. Das haben wir nicht. Müssen wir uns noch irgendwo herholen. Okay. Dann machen wir das. So, die Ausdauer ist gleich weg. Ah, ich bin eh fast da. So. Setze ich den jetzt. Ja, dann machen wir hier so ein Speed. Schön. Rohes Fleisch brauchen wir also. Oh, noch ein bisschen Power. So, kurz stehen, lad deine Energie auf. Und Abfahrt. Ein bisschen Holz können wir mal brauchen. Nicht den kleinen Scheiße umrennen. Das hätte ins Auge gehen können. So, du kriegst Nahkampfschaden. Boah, ich dachte schon, der schmeißt mich jetzt runter, ey. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ich will mit dem ein paar Tiere umsensen. Kürbisse. Den nehme ich mit. Jetzt hier keine Tiere mehr. Ich habe sie doch nicht alle getötet. Ich finde das so geil. Zack, 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 zack. Ja, ne? So, dann machen wir ein bisschen Gas wieder. Gibt's hier keine Viecher mehr? Was ist denn das? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Power. Ich feier diesen Dino so. Allerdings ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn ich hier die ganze Zeit bin. Ja. Ich fand toll, so einen Dino zu haben. Der kann sich mal gerade erholen. Dann gönne ich mir mal den hier. Alles gut? Ja, ein bisschen was hat er, ne?
Ja, doch. Ah, das ist zu schwer. Okay. Sollte er mir hinterherlaufen, theoretisch. Ah, gut. Der kommt dann von selbst schon. Der macht sich seinen Weg. Der bleibt hoffentlich nirgends so stecken, so wie andere diverse Leute. Was essen, dann hier was trinken. Ja, der kommt dahin. Der wird dann irgendwann da sein. Mit dem müssen wir dann mal jagen gehen. So eine Schildkröte. Einfach mal mit dem zerlegen. Ich bezweifle, dass die eine Chance hat. Wobei, wir könnten eigentlich auch, wenn wir nicht auf dem sitzen, die Schildkröte, dann machen wir wieder die Dual-Taktik. Dich fick ich noch. Ja, aber wir sollten jetzt eher weniger hier mal in der Gegend unterwegs sein. Einfach damit hier ein paar Pflanzen nochmal nachwachsen, weil es hat sich schon ein bisschen, ja. So. Da. Wow, so. Toll. Schön, dass du bist. Ah, der hat Damage, deswegen sieht das so aus. Schimmelt. Also eigentlich in der Theorie müssten die halt nicht schimmeln, ne? So. Wobei, wir haben ja auch keine Ablaufzeit. Okay. Nee, Quatsch. Da oben das Fleisch abdrücken. So. Oh, noch ein Kürbis. Schön. Immer gerne. Also. So. Jo. Kommt der langsam? Ich glaub, langsam. Das ist der kleine Scheißer, ja. Oh ja, da hinten wackelt daher. Ist mit dir geht's dir gut? Der durchstreift hier ein bisschen das Gebiet. Kann er ruhig machen. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen Auslauf. Ich glaube, das, ja, komm. Verhalten. Wandern. Der darf ein bisschen wandern. Alarmeinstellung. Verhalten. Verhalten. Passiv und fliehen. Ja, aber du das nicht umherstreifen, weil wenn hier irgendwas kommt, dich angreift, darauf kann ich verzichten. Da hinten kommt er. Langsam, aber sicher kommt er angebracht. Schön. Da freue ich mich. So, Blick auf die Uhr. Und mal wieder schön überzogen. Klassiker. Ja, ich schnibbel das mal wieder zusammen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann. Ja, schauen wir einfach mal, was wir machen. Ist auch toll, wenn man da nicht genau weiß, was los ist, weil durch das Halloween-Event haben wir jetzt auch neue Sachen bekommen. Da vorne tut gerade ein Alpha-Raptor, ich glaube, eine Schildkröte irgendwas zerlegen. Toll. Langsam aber sicher ist er da. Und ja, dann im schönen Feuerwerk sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.